Das war der nächste Mördersloss. Das war der nächste Carlos Frust. Es schon wieder mal bergauf geht. Wie immer. Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder auf einer kleinen Tour. Diesmal am Spitzerberg herum. Also ich laufe jetzt den Kamm entlang, bis man uns heim runterschauen kann. Ich schätze, das sind so hin und da so 10 Kilometer in etwa. Und wirklich nur ein kleines Marschgebäck heute dabei. Und ja, Käfchen gibt's. Zum Essen gibt's heute nur Obst. Ein bisschen trainieren. Und ja, gehen wir einfach einmal. Das Wetter ist ja Wahnsinn. Los geht's! Da drüben auf den Gipfel rauf. So, da sind wir jetzt am blauen Stabhoch angekommen. Schönes Platz zum Verweilen. Ja, die Aussicht ist heute nicht so bombastisch. Wir sollten 22 Grad kriegen und ja, ich glaube, die Richtung da drüben, das brauche ich nicht mehr erklären, weil das ist mein Hausberg. Ja, und das Bankerl gibt es immer noch. Da werden wir uns jetzt einmal hinsetzen. Eine Kleinigkeit, Obst einschieben. Ja, meinen Schluck trinken. Ah. Herrlich, da knallt die Sonne eigentlich schon über. Ein Wahnsinn, so. Und heute, was haben wir dabei? Erdbeeren und darunter habe ich noch ein paar Weintrauben und drin habe ich noch eine Banane. Ah. Heute gibt es nichts Warmes zum Essen. Mahlzeit quasi, es ist ja nämlich eh schon. Na, kurz vor eins. Lecker. Und ein paar Weintrauben dazu. Ja, ich werde jetzt in Ruhe fertig ist und dann packen wir zusammen und gehen wir weiter. Ah, da ist es im Augenblick schon wieder so warm, dass es schon fast wieder zu warm ist. Also da ist ja Adonis-Röschen stehen da überall. Echt super. Bitte nicht pflücken, die stehen unter Naturschutz. So, da kommt jetzt die Weggabelung und wir müssen da rechts rein, Richtung Hundsheim. Also weiter am Spitzerberg, den Kamm entlang und führe zur Flugschule. Wir gehen da weiter den Alpinsteig. Ja, das ist ja schon fast eine Himalaya-Bezwingung da. Wir kommen da so immer näher. Ja, bis zur Fuhr müssen wir noch hin und dann sehen wir schon am Flughafen oben. Jetzt sind wir hier vorne angekommen, da ist der Windsack, weil da ist der Hügel für die Paragleiter und da unten ist der Erfeld-Spitzerberg. Und da ist Startgrad einer.
Ja, auf der Motocrossbahn ist auch was los. Ja, und da ist einer im Landeanflug, den nehmen wir sie noch auf. Hin sieht man die Schnur, was er dran hat, zum Entherziehen. Und da unten ist er. So, sieht man wahrscheinlich auch nicht so oft, der holt sich jetzt so und klingt es unterisch am Segelflieger ein. Und der Pilot innen kann das Seil von innen dann lösen. Na, dann haben wir einen Start. So, aber ich werde jetzt da ein bisschen in den Wald reingehen und schauen, ob ich meine Morcheln finde. Ein Achsel hat sich kein einziges mehr gezeigt, das ist wie verhext. Aber was soll's. Da ist mir sowieso zu laut von dem Motocrossfahrer. Schaut mal, wie schön die sind. Herrlich. So, und jetzt geht es ein bisschen quer für den da oben. Ich glaube, da unten ist auch noch ein Weg dann. Aber da müssen wir sowieso jetzt einmal runter, weil ich will in den Wald. Aber ich habe jetzt einen schönen Baumstamm gefunden und da werde ich mir jetzt einmal ein Käfchen genehmigen. Ja, Käfchen muss sein. Und zwischendurch noch. Na, die weigert sich. Ein bisschen was für die Augen, Banane. So, Käfchen rein. Und ich bin heute zu feil zum Schnitzen. Nehmen wir gleich den zum Umrühren. Ja, Freunde, in dem Sinne wieder der bewährte Gruß an meine ganzen Krankensesseln. Gesund werden, Freunde, und dann an meine restlichen. Prost! Ja. Ja, Freunde, ich trinke jetzt noch aus und ich melde mich dann, wenn wir wieder aufbrechen. So, das Platzerl stellt sich sicher wieder auf. Das ist ein bisschen groß und wir gehen jetzt weiter, aber diesmal schau ich am Weg aus, wenn ich ihn finde. Ja, wenn man sieht, ist der Jurik ganz schön Holz gemacht worden. Also, ohne Ende. Aber da habe ich was Nettes entdeckt, zufällig. Ein Nesterl mit ja, ja. Nächstes Lieb. Na, da gehen wir lieber weiter, da ist sicher die Mama nicht weit entfernt. Die will sie nicht verscheuchen. Ihre Babys. Da ist schon wieder so ein Holzstumpf, aber ich glaube, das ist ein Haus. Da wird einmal so eine optische Täuschung. Aber schaut aus der Weiden lustig aus. Schöner Weg. Auch zum Radlfahren war der super. Ah, werde ich sicher einmal wieder durchfahren. Macht sicher Spaß. Schön gemütlich, gar nicht draußen. In der Ruhe liegt die Kraft. Da steht noch ein Bärlauch, der schön blüht. Hört sich mal herrlich.
Ja, jetzt sind wir eigentlich wieder am selben Weg retour, wie wir gekommen sind. Und ich denke, da wird nichts mehr besonders auffallen. Und da trage ich die Kamera an. Sollte noch was sein, melde ich mich. Und wenn nicht, melde ich mich beim Autorest wieder. Schönes Markt der Dechsen. Na, wenigstens eine haben wir gesehen. Der Hund fährt schon die Droschke auf mich. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Ich bin im Auto herin. War eine schöne Tour. Ich wünsche euch noch mal was. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und in dem Sinn, servus die Malen und pfiat euch die Buben.